Freistehenden Aquarium der Welt sind insgesamt 1 Million Liter Wasser und 33 Tonnen Salz. Während unserer Fahrt würde ich Sie bitten, hier nur ohne Blitzlicht zu fotografieren und auch nicht mehr die Treppe zu betreten. Danke sehr. Hello and welcome to the Aquadome, the biggest freestanding aquarium of the world. With 1 million liter of water and surface returns of salt. Please take your pictures here just for our flash and don't get the stairs to our jobs. Thank you. Wir sind nun in einem indopazifischen Korallenriff mit 100 verschiedenen Arten von Fischen. Ein paar von denen würde ich Ihnen gerne vorstellen. We are now in the Indo-Pacific Coral Reef with 100 different species of fish, and I like to familiarize you with some of them now. Ja, der wahrscheinlich berühmteste Fisch ist der blaue mit der gelben Schwanzflosse. Alle nennen ihn immer Dory. In Wirklichkeit heißt dieser Fisch Palindokterfisch. Probably most famous fish is the blue one with the yellow tail. People call him Dory. The real name of this fish is Palindokterfisch. Was geht bei dem da? Der gelbe Fisch mit dem schwarz-weiß gestreiften Gesicht ist ein Fuchsgesicht. Dieser Fisch ist giftig. The yellow fish with the black white face is the fox face. This fish is poisonous. Guck da, auch in dem Gesicht. Da ist der mit seinem Blasen. Der Gelbe ist einfach dumm. Meine Blasen. Meine Blasen. Der blaue Fisch mit einer langen Nase vorne dran ist der Langnasen-Dr. Fisch. Er benutzt diese lange Nase zum Kämpfen. The great fish with the long nose is the spotted unicorn fish. He uses his long nose for fighting. Und als die großen silbernen runden Fische sind die Fledermausfische. The big silver round fish is the bad fish. Sie werden bis zu 1 Meter groß und bis zu 50 Kilometer schnell. Der Big Silverfish with the dark stripes is a golden cobbly. You can get 1 meter, 50 length and 50 kilometers per hour fast. Mann, ey, das wäre richtig Damit erreichen wir schon die Taucherzone. Von hier aus versorgt die Berliner Gesellschaft für Großaquarien unsere 1500 Fische. Now we are reaching the dive zone from this area. The Berliner Gesellschaft for Big Aquariums take care for our 1500 Fish. Ein jemand erbauer dieses 25 Meter hohen Turmes ist die Union Investment. The owner and the builder of this 25-meter-high tower is the Union Investment. Damit sind wir auch schon ganz oben angekommen. Wir werden noch einmal mit dem Aufzug runterfahren. Auf dem Weg zurück haben Sie noch die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen. We are reaching the highest point now. We will go back and lift again, and you have the possibility to tell me your questions.